So, wir spielen Don't Scream, an Unreal 5 Game. Warning, viewer description. Scream, irgendwas. Ist doch auch scheißegal. So, for the best experience, play in a room with the lights turned off. Ja, das, naja, okay, gut, geht nicht so ganz, aber, ne? Dann hier, Welcome to Early Access, ist noch Early Access. Das Ding ist, das ist ein 18-Minuten-Spiel, kostet sage und schreibe 9 Euro. Leute, 9 Euro. Aber hier entschuldigen die sich auch dafür, warum kostet das Spiel so viel. Ja gut, das wird später eventuell ein bisschen weniger kosten, ist jetzt Early Access. Und der Preis kommt jetzt nur zustande, dass... ist quasi so eine Art Supportpreis. Wer möchte, kann sich das jetzt schon kaufen zu dem aktuellen Preis, damit man den Leuten später das maximale Spielerlebnis bieten kann. Ne? Also aktuell, wer jetzt 9 Euro zahlt, ist quasi selber schuld. Der supportet die einfach nur, damit das Spiel einfach besser wird. So, ich habe Schluck auf. Was ist los? Before playing Don't Scream, please play the game the way we intended. This means setting up your microphone correctly. Here's how to do that. You should be able to speak only quietly, not loudly, with slight gasps or sudden sounds counting as screams. If you speak too loudly and your voice exceeds the threshold of the microphone divider line, a red flash will appear on the screen, signaling a scream. It's up to you to find a comfortable balance between speaking softly and what should be considered a scream when you calibrate your microphone. For optimal results, you should determine the best distance to position the microphone from your mouth. Please be aware that external audio software can impact your game's microphone calibration. Adjust settings in both your game and audio software for optimal calibration. Thanks for listening, play fair, and most of all, don't scream. Alles klar. Ah, hier, guck mal. Test, test, test. Oh mein Gott, hä? Also man sollte es so kalibrieren, dass man wenigstens noch normal mit seinem Chat reden kann, aber ich sehe das gerade so. Okay, also ich meine, wir können halt flüstern, ne? Ich weiß halt nicht, kommt das dann bei euch an? Wenn ich muss. Holy crap. Warte mal, vielleicht sollte ich es einfach tiefer kalibrieren. 1% Test. Ich mach 2%. Test. Hallo, hallo, hallo. Ich mach 3%. Test. Hallo, hallo, hallo. So, ich kann ganz normal reden. Na, wobei. Ja gut, ich muss halt. Das Ding ist, ich rede halt gerne einfach so ein bisschen lauter, ne? Aber ich denke, so ist das okay. So. Test. 1, 2, 3. Ich denke, so ist das okay. Ja, ich mach mal 4%. So. Soll ja auch fair sein? Ich glaube, soll ja auch fair sein. Dann muss ich halt gucken, dass ich normal rede. Wenn ich halt zu laut rede, dann bin ich selber schuld, muss ich nochmal 18 Minuten länger spielen, dann ist das so. Wenn ich jetzt so, Wobei, es geht schon schnell, ne? Machen wir 3% oder? Ja, ne? Machen wir 3%, glaube ich. Wenn ich da normal rede, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hätte gern 3,5%. Komm, wir machen 4 und dann ist es so. Gut, Videoeinstellungen. HQ. Microphone Mute Sensitive. Ah, guck mal, es gibt auch eine Mute Sensitive. Das heißt, Test. Hallo? Ah, es gibt auch eine Mute-Sensitive. Test. So, liebe Leute, ein ganz kurzer Sprachtest. Ich glaube, das ist ganz gut so. Mikrofon. Okay. Ich denke, das ist fein. Control, WASD, R zum Interagieren. Shift Zoom ist Z, aha, Crouch, linke Control-Taste, Tabs in die Settings. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach an, oder? Ladies and Gentlemen, wir spielen Don't Cry. Let's go, erste Runde oder so ähnlich. Ich weiß noch gar nicht, um was es hier geht. Ich habe das heute nur so als Randinformation. Ich habe das Spiel heute zum ersten Mal gesehen. Moin Ele, ich grüße. Ich habe das Spiel heute zum ersten Mal gesehen
Und wollte mir erst ein Let's Play davon angucken, dann dachte ich mir, Moment, das kannst du auch im Stream machen, dann machen wir heute halt einen Sonderstream. Und dann habe ich noch ein, zwei andere Sachen gesehen, dann dachte ich, ah komm, mach einfach, mach einfach. So, von daher, let's go. Ich mach mal hier, let's go. Don't scream, 18 Minuten. Ja, jetzt muss ich mich halt zusammenreißen und hoffen. Ja, das ist das Spiel, ne? Also irgendwie alles im 4 zu 3 Format. Warum nicht? Kann man mal machen. So. Das ist das Spiel. Also, wenn ihr als Spieleentwickler, ne? Oh, wenn ihr als Spieleentwickler mal keine Ahnung von guter Grafik habt, ne? Oder keine guten Models habt, dann macht einfach die Kameraqualität so grottenschlecht. Dass es wiederum okay ist. Oh. Sie lebt noch. Holy moly. Oder lebt er noch? Ich bin mir nicht sicher. Können wir sie befreien? Ist voll leise, oder? Warte mal. Ich guck mal ganz kurz, ob ich Lautstärke noch ein bisschen lauter machen kann. Weil die ist wirklich. Das vermisse ich gerade so ein bisschen. Video? Wir können halt einfach bloß. Das Spiel hat einfach bloß. Eine Mikrofoneinstellung, ne? Wir können die Spiellautstärke gar nicht einstellen. Before playing, don't Nein, nein. scream. Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist echt ein bisschen blöd. Ja, dann mache ich für euch das Spiel mal ein bisschen lauter. Moment. So. Also ich höre auch kaum was, ne? Wie geht's dir, Ele? Wie geht's euch, Chat? Was habt ihr Schönes gemacht? Aha. Können wir jetzt nicht grundsätzlich eigentlich... Warum blinkt die Anzeige jetzt? Ah, okay, war pausiert. Können wir jetzt nicht grundsätzlich einfach hier stehen bleiben und haben die 18 Minuten geschafft? Also, weißt du? Müsste ja theoretisch auch funktionieren. So wie es aussieht, ist auch ein Flugzeug abgestürzt. Also wir sind anscheinend. You screamed. Ich hab geschrien, scheiße. Ja, ich habe leider gerade das erste Mal geschrien. Ich hab verloren. Okay, nee, warte mal, da müssen wir vielleicht doch nochmal. Habe den ganzen Tag irgendwie fünf Nickerchen gemacht. Wie kommt's? Was ist da los? So, ich mach doch auf 3%. So, okay. Weil sonst kommen wir durchs Reden halt absolut nicht weit, ne? So, komm, wir nehmen sie. Ich hab wieder geschrien, scheiße. Es tut mir leid. Hab schon wieder geschrien. Ach, Mann. Ich will jetzt aber auch keine. Ah ja, okay, Gammeltag, kann ich verstehen. Ja, okay, das ist ein bisschen ja, schwierig. Wir machen 2%. Ich befürchte, Ladies and... Oh, guck mal, jetzt lösen wir gar nicht mehr aus. Kann ich jetzt? So, kann ich jetzt nochmal reden? Ich will halt jetzt auch keine 18 Minuten gar nichts sagen, weißt du? Irgendwie eine Zerrung gerade hinten in der Schulter. Ist natürlich blöd, wenn wir bei einer Minute sind und ich verkacke, weil ich einfach rede, weißt du? Aber ich glaube, so sieht's gut aus. Sofern er jetzt überhaupt noch auslöst. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich kann jetzt ganz normal reden, der löst ja gar nicht mehr aus, ne? Das wäre jetzt auch ein bisschen blöd. Ah, da unten ist irgendwas. Ach so, wenn ich stehe, bleibt die Zeit stehen. Das ist interesting. Das hat wahrscheinlich auch Ara gemeint. Warte mal, ich gehe nochmal ins Mikrofon. Mach mal tatsächlich die Mikrofon-Volume etwas höher. So hier. So, warte mal. Jetzt müsste der eigentlich
Test, Test. Ist da unten gerade was langgelaufen? Nee, ne? Ah, nee, da oben ist irgendwas oben. Ah. Da baumelt jemand. Moin, Tam. Ich grüße. Ist echt ein sehr leises Spiel, ne? Ich glaube, das einzige Leise werden wir sein. Ach, krass, und wenn wir schreien. Was war das? Was war das gerade für ein Zeichen? Sind wir gemutet? Warte mal, kann das sein, dass ihr uns gar nicht mehr hört? Vielleicht sollte ich das hier einfach runter machen, oder? Nehmen wir den Boost raus. Test, Test, Test. Test, Test, Test. Okay, ich glaube, das lag eher am Boost, ne? Test, Test, Test. Test. Ah! Ja! Ah! 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 Okay. Ich glaube, so ist okay. Sollten wir eigentlich nochmal reden können. So, mit R können wir interagieren. Ist hier nicht gerade noch jemand gebaumelt? Ah! Moin, Danu. Ich grüße dich. Ich darf gar nicht jetzt eskalieren. Ich muss halt ganz normal reden, ne? Ist voll weird. Ich darf nicht schreien. Sonst muss ich immer wieder von vorne anfangen. Mir geht's super da, Tam. Wie geht's dir? Und Danu, wie geht's dir? Videos habe ich alle schon runtergeladen vom Wochenende. Ich habe aber noch nichts geschnitten. Ich habe so viel gestern gemacht, das glaubt ihr mir gar nicht. Ich habe so extrem viel. Ich höre irgendwas. Ihr hört das auch, ne? Ist das ein Handy? Ich glaube, das ist sogar ein Handy, was wir da hören. Wenn du so laut du kannst schreist, verschenke ich. Wenn du so laut du kannst schreist, verschenke ich einen Sub. Nee. Ach du, ich bin nicht abhängig von Subs. Ich mag's, wenn die Leute so den Kanal supporten. Ohne mich zu erpressen. Das ist ein Handy, ne? Hoffe ich. Nee. Das ist ein Handy. Oder? Ne, das ist kein Handy. Hä? Ja, Ladies and Gentlemen, willkommen in extremer Dunkelheit. Aha. Ah, das ist doch alles noch kein Grund zum Schreien hier. Was haben wir hier? Interagieren. Hä? Okay, wir können hier mit nichts interagieren. Ich meine, wir haben immer noch die Taste R zum Interagieren, ne? Aber können wir nicht. Oh, da ist irgendwas am Leuchten. Wir sollten da hingehen. Habe ich das Headset richtig rum auf? Ich weiß nicht, was Kali da hinten macht, ne? Das knallt und bumst und wir sollen da lang. Dunkle Stelle im Wald, natürlich. Natürlich, oder? Natürlich. Okay. Also ich sag's mal so, ne? Die Geräuschkulisse ist echt gut. Gerade weil das auch so leise ist. Okay, wir sind am Schild angekommen. Mein klarer Menschenverstand würde mir jetzt sagen, okay, gut, gehen die andere Richtung. Wir gehen aber natürlich dahin, wo das Schild uns hinführt. Na klar. Wir müssen uns darüber unterhalten, was passiert, wenn jetzt irgendwas Schlimmes passiert. Soll ich erschrecken oder soll ich... Boah, ich weiß nicht. Soll ich mir den Finger beißen, damit ich
keinen Sound mache? Warte mal, mit Z können wir zoomen, ne? Ah. Wir kommen wieder zurück. Wie kann ich wieder zurückzoomen? Ja, perfekt. Mit X. Das stand da aber, glaube ich, nicht. Aber ich frage mich jetzt gerade, bauen die jetzt hier zwei Schocker ein? Dann hast du das ja einmal durchgespielt und fertig, oder nicht? Das schreist ja nie wieder. Aha. Ich glaube, wir sind schon von allem Guten und Bösen verlassen. Ja, wo kam er denn her? Klein Tommy, einfach hier neben uns langgelaufen. Im Sprintmodus. Einfach im Marathon gelaufen. Ach, erstmal Kaffee trinken. Das Gute ist, wir können wirklich eine kleine Pause machen und die Zeit vergeht nicht weiter. Das heißt, man kann gar nicht bescheißen. So, warte mal, wir können ja auch rennen mit Shift. Ist da oben Licht? Guck mal da. Oh nein. Ach, müssen wir da gar nicht rein? Also ich habe das Gefühl, dass wir in der kurzen Zeit nicht alles erkunden können. Guck mal, da hinten ist definitiv irgendwas. Aber wir können doch hier auch das hier untersuchen. Boah, es wird extrem dunkel gerade. Extrem dunkel. Ich dachte schon, es ist Nacht, aber ich glaube, wir waren gerade noch mitten am helllichten Tag und jetzt wird es gerade erst Nacht. Moment. Ich zoome hier ran da draußen, wo es beleuchtet ist, und hier drin räumt einer auf, weißt du? Ist da irgendwer? Ja, wie gesagt, ne, eine krasse Geräuschkulisse. Ich guck mal, ob ich rein kann. Wait a minute. Wir gehen rein. Ist wahrscheinlich safe keine gute Idee, aber naja. Ach du, warum denn das? Ich glaube, der wurde gerade frisch aufgehangen, oder? Ist noch nicht mal eingepackt. Oh, hier hängen aber noch ein paar. Ich glaube, das wird gerade umgebaut zur Fleischerei, oder? Ich glaube, das war mal ein normaler Laden und wird gerade zur Fleischerei umgebaut. Fehlen halt noch so ein bisschen die Kühlaggregate, aber... Oha. Da guckt der Knochen raus. Boah, es fällt mir übel schwer, leise zu reden, ne? Ich werde am liebsten... Wow, Leute, yeah. Ich weiß noch leider nicht, wann das auslöst. Ne? Ich hoffe, dass das jetzt überhaupt richtig kalibriert ist, aber sieht so aus. Ich rede relativ... Ja, gemach. Ich frage mich, mit R können wir interagieren? Müssen wir mit irgendwas... Hört ihr das? Nee, halt, da ist ein Hinterzimmer, oder? Was? Ich glaube, da ist ein Hinterzimmer und da kommen die Geräusche her. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber moin. Ich bin auf jeden Fall ein Stück wacher jetzt. Also eine gute Taktik, ne? Wenn du erschreckst so. Und bevor der Schrei kommt.
einfach das Schreien studiert. Ich glaube, das war der Schocker hier an der Tankstelle oder an dem Walmart. Dann lassen wir weitergehen. Na, ich fand, das war knapp. So, da oben ist noch was. Ja, war jetzt leider irgendwie so ein bisschen out of nowhere, ne? Der Kollege. Wäre krasser, wenn der jetzt einfach auf uns zugerannt wäre oder so. Oh. Ah, moin. Was ist los? Ah, ich hab geschrien. Ja, schade, hab gerade geschrien. Die zweite Tür wagt er sich nicht. Was für eine zweite Tür? Hä? Also wir können ja nochmal gucken gehen. Ich habe ja eh verkackt. Komm, wir gucken nochmal in die zweite Tür rein. Hä? Weil ich Moin gesagt habe? Moin. 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 In dem Laden. Ja, wir gucken nochmal rein. Ich meine, das Spiel, das geht 18 Minuten theoretisch. Wir können gerne alles erkunden, ne? Ein bisschen Zeit habe ich ja. Ich meine, ich habe morgen frei. Morgen ist in NRW Urlaub. Ich lebe da. Feiertag. Ich lebe da. Das ist ja gar nicht dasselbe. Okay, krass. Das ist halt Feiertag. Ihr habt, glaube ich, alle heute Feiertag. Oder wie Ara immer so schön sagt, Ferien. Immer wenn dieses Kamerasymbol kommt, können wir interagieren. Aha, also das Grüne bedeutet, aha. Hä, da muss man das ja sowieso öfters mal spielen. Glaube ich. Nicht nur einmal durchspielen. Weil dann, sonst verpasst ja ganz viel. Dann hoffe ich doch, dass wir nochmal an dem Laden vorbeikommen. Ja. Was? War das draußen oder drin? Komm, wir gehen rein. Ich habe gehört, hier lebt eine nette Familie. Die haben schon vorne in der Küche für uns gekocht. Ja. So. Wir müssen jetzt eben nur mal ganz kurz die Familie suchen gehen in dem Haus. Ja. Was? Ich bin auf jeden Fall schon zusammengezuckt. Wollen wir unten weiter erkunden oder hochgehen? Oh, Spiegel. Bloody Mary. Was der Ball? Ah. Oh. Ich glaube, da hat irgendjemand die Tür wieder zugemacht. Also entweder ist die Tür verbuggt oder... Die Familie lebt hier gar nicht mehr, die uns eingeladen hat. Ich glaube, hier sind alle tot. Hast schon mal Backrooms gespielt? Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit. Wollte ich sogar am Sonntag, nee, letzte Woche Freitag mit Carly spielen, aber dann hat sie schon Overwatch gespielt gehabt mit jemandem. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch machen werde. Werde ich verfolgt?
Ja, gut. Oh, ich dachte, da steht ein kleines Kind. Das ist ein Kochtopf. Oder war da ein kleines Kind? Was so zur Hälfte rumgeguckt hat? Oh nein. Ich glaube, die Tür, die ging einfach nur extrem langsam auf, oder? Ich glaube, sie ging einfach nur extrem langsam auf. Da war eigentlich gar nichts Schlimmes. Nee, nee. Wir müssen noch nach oben gehen. Warum ist da manchmal so ein Mikrofonsymbol? Oh, shit. Ach, nein. Jetzt hinter mir? Das war so klar, Leute. Das war so klar. Es ist cool gemacht. Es ist einfach nur ein riesiges Haus mit vielen Schockern. So, warte mal. Hier geht's hoch, ne? Shit. Was für eine Tür? Welche Tür meinst du? Die Backrooms sind aber halt so so levelbasierende Dinge, wo du viele Aufgaben erledigen musst, ne? Ich glaube, dass also das Ding ist, ich glaube tatsächlich, wenn du nur ein Drittel so viele Schocker hättest, hätten mich vielleicht schon ein, zwei Schocker gehabt, aber dadurch, dass du jede Sekunde mit Schockern bombardiert wirst, ist es, glaube ich, doch für mich zumindest erträglich. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine es trotzdem ekelhaft, um Gottes Willen. Es ist trotzdem ekelhaft. Stell dir mal vor, ihr lebt in so einem Haus, wo so viel Schmuck drin lebt. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Da kann das sein, so Easter Eggs. Wo so viel Schmuck drin lebt, werdet ihr, also ihr habt ja auch safe schon so Filme gesehen, ne? Eine Familie zieht in ein Haus rein und mit einmal spukt es da und dann probieren die da irgendwie immer mit den Geistern zurechtzukommen. Ich würde halt safe einfach abhauen, ausziehen wieder. Aber nein, ja klar, dann wäre der Film auch langweilig. Aber die machen das halt nie. Aber ich persönlich würde einfach abhauen. Bin ich ehrlich. Ich habe eine Fliege, die ganze Zeit auf meinen Arm fliegt. Ich habe nur den eingeschaut, der so billig produziert war. Oh, da gibt es auch ganz viele. Da hat der Geist die Frau durchgenommen. Okay. Meinst du Scary Movie? Die Komödie? Wo die Frau dann an die Decke gespritzt wird?
Er hat auch letztens irgendwann ein Update bekommen. Nee, nicht Scary Movie. Genau. Okay, da kommen wir nicht durch. Hä? Meint ihr, es gibt einen Schlüssel, um da durchzukommen? Irgendwo hier in dem Haus? Okay, wir waren jetzt hier schon überall, aber ich glaube, hier ist ein neuer Schocker gerade gespawnt. Oh Gott, ich kriege einfach Angst vorm Handtuch. Nee, ich glaube, draußen ist... Das ganz ehrlich, das war bis jetzt der schlimmste von allen. Hä? Das sind halt wirklich immer Türen, die die Geräusche machen. Wait, warte. Jetzt ist die Tür aufgegangen, pass auf. Jetzt ist die Tür aufgegangen, oder? Nee, okay, gut, wir hauen hier ab. Macht keinen Sinn mehr hier drin. Ich will mehr sehen. Da hat der Geist erstmal abgeseilt. Draußen, ne? Komm, wir gehen außen rum. So, ich glaube hier. Ach, klingeln die bei euch? Ja, wir leben hier mitten im Wald, bei uns klingelt keine Sau, ich sag's dir. Voll gut. Was, wenn doch? Dann ist das wahrscheinlich eher irgendein Serienmörder. Und dann gehen wir da nicht ran. Jetzt war ich aber sehr desorientiert, Leute. So, komm, wir gehen in den Wald. Was passiert, wenn wir jetzt einfach immer nur noch geradeaus laufen? Wir dann irgendwo hin? Neuer Ladebildschirm? Ich habe was gehört. Alles klar. Gut gemacht, auf jeden Fall. Also meckern kannst du da nicht, ne? Ist heute übrigens auch letzter Horrorspieletag, ne? Also für die, die nicht so für Horror sind. Oh, Mann. Jetzt fast geschafft. Nur noch heute. Ist wieder so ein Ding? Wenn die jetzt aus dem Busch gesprungen kommen, ne? Ich kick dir ins Gesicht. Das finde ich, das ist allerdings gut gemacht, dass die mit einmal so an dir vorbeilaufen, so seitlich, genauso wie der Hund. Das ist eine coole Mechanik. Vereint eins dasselbe Sound. Oh. Das, also, ja, das Ding ist alles cool gemacht, richtig geile Sachen, aber du wirst halt da bombardiert. Also du rechnest halt damit, ne? Egal was du siehst, du weißt, jetzt passiert was. Ach man. Und wieder Richtung Schrei. Oh, da war was.
Der Hund, echt? War das nicht eine Sau? War das eine Sau? Kann auch sein. Gollum. Ich hab... Okay, gut. Ich hab Gollum gesehen, Leute. Oh. Nee, hoch. Nee, hä? Ich hab mich... Ich wollte gerade sagen, ich habe mich verlaufen, aber ich glaube, man kann sich hier gar nicht verlaufen. Ja, ich will mal ein Spiel, was mich knackt, Leute. Ja? Ich will ein Spiel, was mich knackt. Ich will Angst haben, ich will hinten bei mir. Ich will da hinten hocken. Ich will da hinten hocken und weinen. Ich will das Spiel Alt F4, weil ich nicht mehr weiterspielen kann. Okay, hier geht eine komische Musik los. Ich glaube... Noch 6 Minuten. Okay, da gehen wir hin. Let's go. Moin, Dr. Kegel. Ich grüße dich. Schön, dass du mit dabei bist. Da hast du was lang gemacht. Ihr habt es auch gesehen, ne? Wir gehen hin. Wir nutzen diese paranormalen Ereignisse als Wegführer. Was ist das? Hä? Ich werde hier im Kreis gelockt. Wie ich weiß, dass das meine Geräusche sind und trotzdem noch in den Chat gucken muss. Ja, okay, ich glaube, wir haben alles gesehen, was hier weit passieren kann, ne? Jetzt wiederholt sich's. Ja, ich bin einfach zu strong, Leute. Ich bin einfach zu strong. Guckt hier zu und ich weiß, ihr wollt lieber jemanden sehen, der hier weint. Aber ich habe das Spiel geknackt. Aber ich würde gerne jetzt nochmal so in die Flugzeug sehen oder sowas, weißt du? Jetzt sind wir, glaube ich, gerade einfach in der Waldszene. Wir finden ja... Gibt es hier eine Karte oder so? Nee. Oh. Kegel, wie geht's hier? Das freut mich zu hören, freut mich zu hören. Ich kann gleich mal nach dem Spiel über den aktuellen Werdegang... Oh, da muss ich auch... Ich habe gerade die Ziegen raus reingebracht gehabt. Und da lag einfach mitten im Ziegengehege einfach nur 2 Rabenflüge. Direkt nebeneinander. Guckten halt noch die Knochen raus und ein bisschen mit Blut dran. Ich glaube, da war ein größeres Raubtier. Wahrscheinlich ein Geier oder sowas. Der sich den geschnappt hat. War mega ekelhaft. Arme Rabe. Oder Krähe, wie auch immer. Ich kann die eh nicht voneinander unterscheiden. Ne, ich erzähle euch dann hier mal nach dem Spiel den aktuellen Werdegang. Was ich gestern zum Beispiel alles gemacht habe. Ich würde auch durchdrehen, wenn ich hier die ganze Zeit im Wald wäre. Vor allem scheiße, wir haben uns jetzt vom Haus entfernt und irgendwie kommen wir nicht mehr in eine neue Szene rein, ne? Kommen nicht mehr in eine neue Szene. Ärgert mich gerade ein bisschen. Ich dachte, wenn wir jetzt immer geradeaus laufen, kommen wir vielleicht irgendwann zum Flugzeug oder so. Ich dachte, so funktioniert das Game.
Weißt du, was ich schade finde? Wenn du stehen bleibst, pausiert das Game. Wenn du normal läufst, läuft das normal. Moin, Ivos. Ich grüße deine Füße. Okay, ich dachte, das Tauben. Mit einmal habe ich was gehört, da war ich doch ein bisschen irritiert. Hä? Wir hatten eben in der Flugzeug, also als wir da bei dem Absturz waren, drei verschiedene Szenenwechsel gehabt. Also waren es zwei? Ne, drei waren es, ne? Zwei. Okay, hier war, glaube ich, gerade so einiges, aber wir haben es nicht gesehen, weil die... Okay, das war ja ekelhaft. Das war ja ekelhaft. Igitt. Hey, warte mal, kommen auch die ganze Zeit Sachen, wenn wir uns nicht bewegen? Moment. Ja, da habe ich wohl geschrien, Leute. Schade, haben wir wieder nicht geschafft. Blöd. Da, ich war wieder so verängstigt gerade. Was soll ich machen, ne? Ja, das mit den Spinnen war krass, du. Das mit den Spinnen war ekelhaft. Ach, die Spinnen waren noch harmlos. Nee, ist schon ekelhaft. War jetzt nicht gruselig, aber es war sehr ekelhaft. Wo ist denn Anyki? Warte mal, der liegt da. Ich würde sagen, wir gucken mal, wo wir jetzt starten. Vielleicht machen wir noch einen Run. Moment. Hier wieder am Flugzeug. Komm, wir gucken einfach mal. Wir machen noch mal ganz kurz einen Run. Wir machen den jetzt aber nicht durch, würde ich sagen, oder? Das finde ich ein bisschen blöd. Ich habe das Gefühl, dass der einfach... Wir haben jetzt die ganze Zeit gesprochen, dass der irgendwann einfach ausrastet, ne? Dass es irgendwie so hypersensibel ist. Also ich habe doch niemals jetzt... Ich war doch nicht laut. Schrei doch mal. Ja, dann... So, nee, warte mal. Können wir gleich machen, aber... Ich kann gleich nochmal schreien, aber... Ich würde jetzt gerne nochmal die eine Szene erkunden. Ja, ja. Ja, auch im echten Leben. Also ich habe keine Angst vor Spinnen oder sowas, aber ich finde sie halt trotzdem ekelhaft, ne? Also ich würde nicht freiwillig... Was würde ich gerade sagen? Weiß ich nicht. Was auch immer ich jetzt dazu sagen wollte, das macht keinen Sinn. Ich kann die auch wegmachen oder so, ne? Ich muss die Spinne jetzt auch nicht zwingend töten. Ich kann die auch einfangen und rausbringen, so in einem Glas oder so. Aber... Ich will die trotzdem nicht bei mir haben. Lieber 10 Spinnen als eine Mücke. Ne, weiß ich nicht. Kommt aber auch ein bisschen auf die Spinne drauf an, ne? So diese Weberknechte oder sowas, ja gut, die sind grundsätzlich harmlos. Guck mal, hiermit können wir interagieren, aber es passiert nichts. Muss ich mir das anhören? Warum das da nur? Sind die... Sind die 10 Spinnen stärker als du? Boah, jetzt bin ich aber zusammengezuckt, Alter. Eigentlich müsste das Ganze noch mit Kamera funktionieren. Guck mal, beim letzten Mal war ja aber dunkel, ne? Wir sind hier schon bei Nacht rumgelaufen. Ist halt immer random alles. Das ganze Game ist random. Kommst du, ich sehe das gerade so bildlich vor mir, wie 10 Spinnen auf Danu
zulaufen, so, so ein Zentimeter groß, dann boxen die den einfach zusammen, weißt du, weil er hat gar keine Chance. Er hat gar keine Chance. Dann sagen die, das war die Rache für die Mücke von gestern. Ist halt so. Ja, ja, klar. Die haben ja auch viel mehr Arme. Ist auch verständlich, klar. Oh, ich habe geschrien. Schade. Ja gut, Leute, ich habe außerdem geschrien, während ich nichts gesagt habe. Ist, glaube ich, noch nicht so ausgereift, ne? Ich meine, er hat ja auch gesagt, vielleicht spielen wir das nochmal. Ich habe mir das jetzt gekauft. Wir spielen das, glaube ich, mal so in einer Woche oder weiß ich nicht. Ist Early Access. Es wird gesagt, beim Spielen können Bugs auftreten. Ich glaube, dass das Aufnahme... Ding ist noch nicht so ausgereift. Also jetzt war es eindeutig eine Szene, wo ich gar nichts gesagt habe. Löst es mit einmal aus. Das ist natürlich Quatsch, ne? Ich glaube, die Schocker... Lasst uns die Schocker gönnen.